Herzlich willkommen zum Video. In diesem Video wollen wir uns mit Funktionen, aber auch zuzüglich etwas schon mit der Programmsteuerung auseinandersetzen. Wir werden also in diesem Video erst einmal lernen, wie wir Funktionen in Python deklarieren und implementieren und wie wir eine einfache Verzweigung als Programmsteuerung, also das in dem Fall das If-Else-Konstrukt, wie wir dieses anwenden können, werden wir in diesem Video auch lernen. Als erstes mal etwas Theorie. Um eine Funktion in Python zu deklarieren, müssen wir schreiben def, dann den Namen der Funktion, Name, dann in Klammern die Argumente, die wir übergeben wollen. Zum Beispiel könnte das ein einfaches Argument, zum Beispiel x sein. Ja, zum Beispiel x. Und dann folgt hier ein Doppelpunkt. Das hier ist jetzt die Deklarierung unserer Funktion. In der Deklarierung, ja, ich schreibe hier mal Filing, Deklarierung. In der Deklarierung unserer Funktion legen wir ja fest, beziehungsweise sagen wir Python, wie unsere Funktion heißt und was für ein Argument, beziehungsweise welche Argumente, beziehungsweise wie viele dieser Funktion übergeben bekommt. Als nächstes beginnt Python hier durch den Doppelpunkt in der nächsten Zeile, und zwar hier. Python macht also einen Zeileneinbruch, das ist typisch für Python. Und hier folgt dann die Implementierung. Das heißt, wir sagen, wie die Funktion dieses Argument oder Argumente verarbeiten soll. Es gibt jetzt in Python, wie auch in anderen Programmiersprachen, den Befehl return. Mit Hilfe dieses Befehls können wir zum Beispiel die Funktion veranlassen, einen Wert oder einen String zurückzugeben. In dem Fall sagen wir einfach hier mal, dass wir dieses Argument quadrieren wollen. Das Argument wäre zum Beispiel eine Zahl. Wir schreiben dann hier einfach return, dann hier zwei Multiplikationszahlen aneinander gesetzt 2. Dieser Teil hier wäre jetzt die Implementierung der Funktion. Das heißt also, hier sagen wir Python bzw. der Funktion, wie sie etwas zu verarbeiten hat. Implementierung. So. Das Ganze schreiben wir jetzt hier mal kurz hinein. Wir beginnen hier eine neue Datei. Dann schreibe ich hier einfach mal hin, def. Wir nennen unsere Funktion einfach Quadrat. Sie soll nämlich einfach etwas quadrieren. Und wir übergeben dieser Funktion einfach als Argument einen Zahlenwert, den nennen wir x. Dann schreiben wir hier einen Doppelpunkt. Python beginnt direkt in der nächsten Zeile und macht eine Zahleneinrückung. Und hier schreiben wir dann einfach return x Quadrat. Ja, mit diesen zwei Multiplikationszeichen. Jetzt beginnen wir wieder hier an dieser Stelle. Damit sagen wir Python, dass unsere Funktion beendet ist. Wenn wir jetzt hier noch weitere, beziehungsweise durch Return war das beendet, aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel noch weitere Anweisungen hineintippen würde, genau an dieser Stelle, dann würden die alle zu dieser Funktion hier gehören. So. Jetzt schreiben wir ein Hauptprogramm, indem wir einfach ganz simpel diese Funktion ausgeben wollen. Das machen wir mit dem Print-Befehl. Hier schreiben wir dann in Klammern einfach den Namen der Funktion hinein. Das ist in unserem Fall Quadrat. Wir übergeben dieser Funktion jetzt einen Zahlenwert, zum Beispiel 10 als Argument. Jetzt fragt er, ob wir das Ganze speichern wollen. Wir speichern das Ganze einfach als Test in diesem Fall. Und hier gibt dann Python bereits die Quadrierung der 10 aus, nämlich 100. Jetzt kann es ja möglich sein, dass wir zuzüglich noch einen Text ausgeben wollen, dass wir zum Beispiel genau hier ausgeben wollen, was jetzt Python eigentlich, beziehungsweise was diese Funktion jetzt eigentlich quadriert hat. Da machen wir Return weg und können zum Beispiel genauso gut auch einen Print-Befehl hier hineinschreiben. Und jetzt kommt das Interessante. Jetzt zeige ich noch etwas. Zum Beispiel können wir jetzt schreiben, die Quadrierung schreibt man, soweit ich weiß, groß, die Quadrierung von, hier folgt jetzt das Argument, das schreiben wir einfach mit Prozent S von
dem Argument ergibt ergibt das. So, mit Hilfe dieser Schreibweise, ja, können wir an diese Stellen hier dann Werte oder auch Strings einfügen. Hierzu müssen wir dann hier nochmal ein Prozentzeichen setzen und dann schreiben wir hier in Klammern, was jetzt hier für diese Stellen hier eingesetzt werden soll. Zum Beispiel wollen wir jetzt hier x schreiben, ja, also das übergebene Argument, und dann als nächstes x Quadrat. Das schreiben wir dann beides in Klammern. Ja. Das heißt also, hier schreiben wir Prozent s, ja, hier soll etwas ersetzt werden, und dann schreiben wir hier, wie das Ganze ersetzt werden soll. Ja, alles durch Kommata getrennt. Als erstes für den ersten Platzhalter wird dieser Wert oder String hier eingesetzt. Für den zweiten Platzhalter wird dieser Wert oder String eingesetzt. Ich könnte hier jetzt auch direkt Zahlen eintippen. Zum Beispiel kann ich jetzt hier zum Beispiel auch 5 und 6 schreiben. Ja, oder ich könnte hier in Anführungszeichen Strings einsetzen. Das werde ich dann auch rausgeben. Führen wir das Ganze einmal aus. Jetzt bekommen wir hier einen String ausgeben, ja, eine Aussage. Hier steht jetzt non, weil ich jetzt hier vergessen habe. Hier muss ich das Ganze umschreiben, und zwar jetzt einfach hier Quadrat, den Namen der Funktion. Ich übergebe hier 5. Wenn ich das Ganze hier mit einer Printanweisung schreibe, brauche ich hier keinen neuen Printbefehl hier zu setzen, um das Ganze auszugeben. Ja. Ich führe jetzt das Ganze nochmal aus. Dann steht hier, die Quadrierung von 5 ergibt 25. Wenn wir jetzt zum Beispiel wollen, dass hier nur auf gewisse Stellen ausgegeben wird, dann können wir hier zum Beispiel auch schreiben Prozent, dann zum Beispiel hier 0.2f. Wenn ich das schreibe, dann würde hier ein Wert nur bis auf die zweite Dezimale ausgeben werden. Ich schreibe das jetzt mal hier, um das Ganze besser zu verdeutlichen. Wenn Sie also jetzt hier Prozent 0,2 bzw. 0.2f schreiben würden, dann würde zum Beispiel der Wert x als Beispiel nur auf die zweite Dezimale ausgeben werden. Zumal wenn x normalerweise zum Beispiel 5,68943 wäre und Sie wollen jetzt nicht so eine große Zahl ausgeben mit so vielen Nachkommastellen, dann würde durch diese Anweisung würde für x nur gesetzt werden 5,68, also nur bis zur zweiten Dezimale hier. Ja, das kann man so auch festlegen. Okay, jetzt haben wir hier schon mal eine Funktion geschrieben. Jetzt wollen wir natürlich zum Beispiel, dass diese Funktion etwas mehr machen kann. Ich mache das jetzt hier nochmal weg. Und zwar wollen wir jetzt, dass unsere Funktion zum Beispiel auch einen Vergleich anstellt. Na, dass sie zum Beispiel zwei Argumente vergleicht. Wir schreiben dazu dann später wieder def, Name der Funktion, zum Beispiel nennen wir sie mal Vergleich. Dann übergeben wir zwei Argumente, zum Beispiel x und y. Diese zwei Argumente werden über ein Komma getrennt. Ja. Und dann schreiben wir hier jetzt was ganz Neues, nämlich if hier eine Bedingung, zum Beispiel if x größer als y, Doppelpunkt. Das ist jetzt ein neuer Befehl, eine Verzweigung. If bedeutet wenn, ich schreibe es jetzt mal hier hin, wenn x größer ist als y, Doppelpunkt, ja, so müssen Sie sich das auf Deutsch übersetzt vorstellen. Und dann beginnt hier die neue Zeile. Zum Beispiel, dann soll eine Anweisung ausgeführt werden. Zum Beispiel etwas ausgeben werden. Und dann können wir hier zum Beispiel schreiben else. Das bedeutet dann ansonsten, wird dann auch über einen Doppelpunkt hier geschrieben, soll diese Anweisung hier ausgegeben werden. Ja, also so. Wir gehen hier nochmal zurück. Wir nennen also unsere Funktion zum Beispiel Vergleich. Schreiben wir klein. Vergleich x und y.
Hier wieder unser Doppelpunkt, ja, die Deklaration unserer Funktion. Nun folgt die Implementierung if, also wenn x größer ist als y, hier ein Doppelpunkt. Ja, Parsen beginnt jetzt hier wieder mit dieser Zahlenrückung. Dann gib aus print Prozent %s ist größer als Prozent %s. Hier wieder ein Prozentzeichen. Dann setzen wir hier in Klammer x und y ein. Und jetzt kann es ja möglich sein, dass es genau anders ist. Dann schreiben wir hier einfach else. Ansonsten achten Sie hier auf die Zahlenanrückung. Das muss else und if müssen jetzt mit der gleichen Zahlenanrückung beginnen. Da geht es hier weiter. Print Prozent %s ist größer als Prozent %s. Und jetzt hier umgekehrt, jetzt schreiben wir hier nicht x und y ran, sondern y und x, weil in diesem Fall jetzt hier an dieser Stelle y geschrieben werden soll und hier x, ja, weil jetzt der Größenvergleich anders ist. Wir gehen jetzt hier wieder in unser Hauptprogramm, Hauptprogramm, und hier rufe ich jetzt einfach diese Funktion auf, Vergleich, und übergebe ihr zum Beispiel einmal 8 und einmal 9. Dann speichern wir das Ganze und führen es aus. Und dann bekommen wir hier die Aussage, 9 ist größer als 8. Das stimmt ja. Ne? So, und jetzt könnte es ja möglich sein, dass wir sagen, wir wollen hier eine genauere Überprüfung haben. Ne? Das heißt, wenn diese Bedingung hier, das hier ist immer eine Bedingung, das wissen wir noch von dem, aus dem Teil, wo wir auf logische Operationen und so weiter zugegriffen haben. Jetzt könnte es ja möglich sein, wenn diese Bedingung nicht wahr ist, dass wir hier eine neue Überprüfung wollen. Dann schreiben wir hier nicht else, sondern elif. Ja? Elif ist im Prinzip eine Verknüpfung aus else und if. Das wäre dann genauso, wenn ich jetzt hier schreiben würde else und dann würde ich jetzt mit einer neuen if-Anweisung beginnen. Also wenn das und das so ist, dann macht das und das. Das können wir hier durch Python zusammenknüpfen als elif. Jetzt soll er nochmal prüfen, ist zum Beispiel y größer als x und dann soll er das hier unten ausführen. Ja, für eine genauere Überprüfung. Okay, jetzt können wir das Ganze natürlich beliebig weiter verknüpfen. Zum Beispiel können wir hier auch schreiben elif. Wenn diese Bedingung zum Beispiel auch nicht der Wahrheit entspricht, dann soll er prüfen, ob x gleich y ist. Wenn ja, print Prozent %s ist gleich Prozent %s. Hier wieder unser Prozentzeichen. Dann schreiben wir x und y einfach hinein. Dann haben wir das. Geben es aus und er führt es aus. Ja? Beziehungsweise, jetzt muss ich hier natürlich zwei gleiche Werte eingeben, zum Beispiel 9 und 9. Und da haben wir 9, hier 9 ist gleich 9. Ja, das wäre dann das. Das heißt also, if sagt im Prinzip aus, wenn, beziehungsweise muss ich hier hinschreiben, wenn diese Bedingung hier B1 wahr ist, dann hier die Anweisung ausführen und durch else sagen wir ansonsten diese Anweisung hier ausführen und mit elif machen wir einen ganz neuen Vergleich. Aus Zeitgründen ist dieser Videoteil jetzt beendet. Im nächsten Teil wird es dann an dieser Stelle hier weitergehen. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen.